PlayStation, das hatten wir doch schon mal. In einem anderen Hack. Aber wie auch immer, das hier ist Mario's 100 Second Challenge. Wo es anscheinend darum geht, jedes Level in 100 Sekunden zu lösen. Wurde von J-P gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man das aussprechen soll mit diesem Dach auf dem Kopf. Unten. 2008 bis 2016. Das ist eine echt lange Zeit. Okay, gehen wir rein. Yeah. Willkommen. In diesem Hack hat Mario nur 100 Sekunden, um das Level zu schaffen. Ähnlich wie in New Super Luigi U. Was ich eigentlich auch mal let's playen wollte, aber noch nie gemacht habe. Okay, ich bin mal gespannt. Guck mal, das ist schon mal eine coole Overworld. Vor allem, wie ich mich hier bewege. Also, need help to the Warp Zone. Geh mal in die Warp Zone. Okay, dann mal Welt 2, 3, 4, 4b. Fragezeichen und S. Und ich kann den nirgend, also ich kann nirgendwo hochgehen. Und rechts haben wir immer so einen Kreis. Seht ihr das? Diesen Kreis oben rechts. Hier habe ich den nicht. Sonst aber schon. Mal schauen, was das zu bedeuten hat. Need help, enter. Ich brauche Hilfe. Wow, schöne Musik. Okay, wir haben unten die Leiste wie bei Super Mario Bros. 3. Unsere Tode werden gezählt anscheinend. Tutorial 1, Wall Jump. Spring gegen die Wand und drücke die Richtung an, um runterzusliden. Dann drück den B-Knopf, um abzuspringen. Oh yeah, das Spiel hat Wandsprünge. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Tutorial 2, Wandsliden. Wenn du Münzen wie diese positioniert siehst, dann ist es besser, langsam runterzusliden. Ach so, seht ihr, sonst wäre ich hier in den Tod gefallen. Aber hier sehe ich auch noch eine Münze. Ich weiß nicht, ob man die auch alle sammeln muss in diesem Spiel. Weite Walljumps. Halte Y oder X gedrückt und dann drücke B. Okay. Kriege ich auch hin. Jetzt können wir fliegen. Okay, super. Raccoon Mario. Renne, bis dein P-Meter voll ist und dann... Ja, drücke B. Keine Ahnung. Jetzt nicht mal zu Ende gelesen, aber ich kenne den Scheiß doch. Okay, damit haben wir schon mal das gefunden. So, das können wir auch hier aufmachen. Was ist das denn? Moment, was ist mit diesen Steinen hier? Ich komme ja gar nicht mal dahin. Hey, Mann. Ich kann sie nicht aufmachen oder kaputt machen oder sonstiges. Eigenartig. Ich habe keine Ahnung, wie es hier gehen soll. Ach, okay, damit kann ich ihn kaputt machen. Oh, jetzt habe ich es raus. Gut. Wird jetzt nicht schön, aber wir probieren es mal. Das Tutorial-Level. Oh, verdammt. Komm, spring. Ah, das ist jetzt bitter gewesen. Okay, das Tutorial-Level macht mich schon ganz schön fertig. Jetzt habe ich ein Problem. Also erstmal, die Münze ist ja eine Sache. Boah, das steuert sich auch echt nicht schön gerade im Moment. Ah. Gib. Mist, ich krieg den Block oben nicht kaputt. Jetzt. Oh, yeah. So, jetzt habe ich das nächste Problem. Oh, okay, gut. Hab jetzt nur leider nichts mehr zum Fliegen, aber ich glaube, es ist okay. Ice Flower auch, okay. Ach, guck mal, man schießt die sogar anders. Okay, wenn du 100 Münzen gesammelt hast, kriegst du ein Star Power-Up. Aber es geht nicht so lang, wie es normalerweise lang, also von der Länge her ist. Und das war's. Außerdem macht der Hack Autosaves. Oh, ich bin durch. Ich habe aber nur 4 von den Münzen gesammelt. Oh, ich habe 8 Sekunden, das Level zu lösen. Uiuiui. Okay. Ist ja interessant. Ich glaube, das wird sehr schwer, dieser Hack. Weil das Tutorial-Level hat mich auch schon gepackt. So, was ist denn jetzt mit diesen Münzen? Jetzt habe ich wieder 0 von 5. Ich habe irgendwie... Ach, ich kann nicht mal mehr auf Start und Select hier raus, oder was? Na, dann mach mal einen Rewind, komm. Okay, Level 1. Wünscht mir Glück, das ist nicht so einfach. Hey, aber guck mal, wir fangen schon mal Power-Ups an. Okay, ich bretter hier einfach durch mit meinen Sekunden.
So grafisch sieht das hier schon ganz schön aus, aber ich werde leider nicht viel Zeit haben, sowas zu begutachten. Das ist sehr gut. Scheiß auf die Münze, die ist weg. Grüne Schallgeist, rote Schallgeist. Okay, das war's dann auch mit der Eisblume. Und mit dem Großteil auch. Ah, gut, das nimmt immer so ein paar extra Sekunden. Scheiße, jetzt ist das Power-Up auch noch weg, ey. Aber die Super Mario 3D World Musik ist auch ganz nett. Ach, den kann ich nicht mal aufheben. Gut. Kann man nur drücken. Ja, ich weiß nicht, inwiefern es jetzt relevant ist, diese Münzen zu sammeln, wisst ihr? Mal schauen. Gut, damit haben wir es ja gelöst. Level 1. Ganz brav. Ich frage mich aber, ob es ein Secret Exit hat, weil es rot ist. Ich glaube eigentlich. Ah, scheiße, ey. Was mache ich denn jetzt? Komm, geh mal nochmal da rein. Ich guck mal. Ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht der hier drin. Oder da drin. Oder da drin. Oder da drin. Oder was ist denn hier mit? Dieser unsichtbare Dings. Okay. Ja, das wird lustig. Ich glaube, das wird für viele lustige und traurige Momente sorgen, dieser Hack. Kannst kaum erwarten. So, alles kaputt machen. Oder muss man doch irgendwie alle Münzen einsammeln für irgendwas? Ich weiß es ja nicht. Weil sonst sehe ich ja auch nichts, wisst ihr? Oh, aber es ist echt ein scheiß Feature. Kein Start und Select hier rein. Der hat das rausgepatcht oder sowas. Dass man auf Start und Select das Level beenden kann. Ich mache jetzt nochmal das erste Level. Ihr werdet mich hassen dafür. Ich werde jetzt versuchen, all diese Münzen zu sammeln. Weil irgendwie habe ich jetzt auch nur 3 von denen bekommen. Und gucken, ob das irgendwas bringt. Tut mir leid, liebe Freunde. Bitte hasst mich nicht dafür. So, ich kann nicht mal... Oh, ich muss da oben lang. Oh, das wird nicht... Oh, Mann. Nicht schön. Moment. Wie mache ich denn das? So, ja. Mein Anlauf wird nicht ausreichen, oder? Doch, vielleicht schon. Okay, doch. Ach, jetzt habe ich 100 Münzen gesammelt. Ich verstehe. Geht tatsächlich nicht allzu lang. Aber ist trotzdem ein nettes Feature. So, und was der Hack ja auch gut macht, wenn ich eine Feuerblume auf Ersatz habe und dann noch eine einsammle, dann wird mein anderes Power-Up nicht zum Pilz transformiert. Es gibt nämlich ganz viele andere Hacks, da passiert das. Aber hier, der macht das richtig. Ich renne mal zurück. Das wäre eine Idee. Ach, das wäre sogar wirklich eine Idee. Guck mal. Aber ich habe keine Zeit mehr. Doch, hat doch noch gereicht. Okay. Damit habe ich sogar alle Münzen gekriegt. Guck mal, seht ihr das? Jetzt ist das nämlich ein A. Nee, wieso habe ich jetzt überall ein A? Warte, was? Wieso hatte ich jetzt da ein A? Ach, ich weiß es nicht. Okay. Also, wenn ich alle Münzen gesammelt habe, habe ich A. Machen wir mal das hier jetzt. Ich weiß nicht. Es wird mir ja nirgendwo gesagt, ob ich es sammeln muss. Wisst ihr, ob das wichtig ist? Ja, super. Du Sack. Oh, das war's noch nicht mal. Ich dachte, ich töte den und gut ist. Oh, fuck. Ja, für dich. Ah, das wird mir helfen. Oh, ja, erwischt. Diding. Jetzt werden wir aber in diesem Hack ja jedes Lied nur in einer vorgespulten Variante hören, weil alles hier 100 Sekunden nur ist, wisst ihr? Ich meine, die Lieder sind ja alle dann beschleunigt. Hä? Okay, jetzt habe ich auf einmal eine Vollblume bekommen. Hey. Okay. Ja, das war dann das Level. Okay. War
entspannender als das erste. Jetzt wurde er zum Schlafen gelegt. Ich könnte schon ins vierte Level reingehen. Das ist das dritte Level. Und jetzt gehen wir ins zweite erstmal. Oh, geil, noch mehr Mario 3D World Musik. Ich wünschte aber, der hätte das dann wenigstens so gepatcht, dass die Musik nicht immer vorgespult ist, weil... Oh, er ist nicht gesprungen, aber dann konnte ich mich mit Wandsprung doch noch retten. Geile Sache. Gute Sache, diese Wandsprünge. Oh, Mann, meine Schüsse kommen nicht durch, wenn ich zu weit oben am Bildschirm bin. Das ist echt doof. Komm, jetzt stirb wenigstens. Ah, danke schön. So, lauf, Mr. Mario. Er ist wieder nicht gesprungen, ich schwör's euch. Wie schaut's aus? 50 Sekunden. Boah. Erstmal töte ich ihn und dann gucken wir weiter. Boah, scheiße, packt ihr euch den Gumba, sonst fliege ich doch hier runter. Kann ich keine Wandsprünge machen, glaube ich zumindest. Ich glaube, das war zumindest gerade so. So, alles gesammelt. Buff erledigt. Das ist noch Welt 1, also... Es ist schon... Ja... Das, ich weiß gar nicht. Schwer vorstellbar, dass man das noch steigern kann in Schwierigkeit. So, und anscheinend hat das ja auch ein Secret Exit hier. Ah, ja, seht ihr, da ist schon was. Ist natürlich jetzt viel Zeit dabei verloren gegangen, das ist ärgerlich. Ja. Mal schauen, wo ich den hier benutzen kann. Ah, gut. Haben wir's. Bonus. Ach, das ist ein Bonus hier. Okay, also ja, habe ich mir schon gedacht. Aber wie? Mhm. Das ist ein Bonus-Level. Sammel alle 50 Münzen im Zeitlimit zum Gewinnen. Okay, was auch immer. Oh, Tetris-Musik. Warte mal, sammel 50 Münzen oder sammel alle 50 Münzen? Sind die jetzt abgezählt? Okay, das sind Tetris-Blöcke, ich verstehe schon. Jetzt, das ist kein Tetris-Block, ne? Wow, das war schon knapp. Ja, interessant. Das Spiel hat viele Ideen, dieses Umsatz. Das finde ich gut. Spielt sich nicht wie jeder andere. Ah, da war noch mehr Geld. Also in diesem Block. Aber man muss sich auch voll konzentrieren. Das ist echt nicht ohne hier. Mist, da war noch mehr Geld. Ich habe gar keine Zeit, die zu holen. Oh, 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 jetzt stecke ich hier fest. Gut, die Münzen sind weg. Ja. Ja, nicht. Ich bin tot. Was ist denn das für eine Musik denn? Ach, Mann. Ich steckte fest. Time up. Die Zeit ist gar nicht ab. Moment, zählt das Level jetzt als gescheitert, oder? Ich darf da nochmal rein. Ach, meine Münzen werden auch vorher auf 0 gesetzt. Aber ich will eigentlich gar nicht nochmal. Muss ich? Leute, ich muss. Tut mir leid. Ich will eigentlich gar nicht nochmal. Das ist zwar so eine einmalige Sache für mich. Auf die 50. Was war das denn? Da war irgendwas drin, irgendein Power-Up. Boah, das war jetzt echt doof, was ich da gemacht habe. Ja, diesmal nutze ich das effektiver mit den Blöcken. Zumindest versuche ich es. Okay, 27 haben wir schon. Ach Mist, dann hätte ich auch noch mehr rausholen können. Okay, scheiß auf die eine Münze da, die kriege ich eh nicht mehr. Hier bin ich ja irgendwo gestorben.
das ein One-Up? Hä, hey, Moment, es gibt doch gar keine One-Ups in diesem Spiel, dachte ich. Ach, was soll's. Gehen wir da lang. Bestimmt war der linke Weg der Geldweg und das ist der doofe Weg, den ich gerade gehe. Puh, 41. Da geht noch mehr, denke ich. Ah, da war noch mehr. Komm, 5 noch. Eine, komm, eine wird noch. Ja, das sind noch, das sind noch dicke welche. Ich hab's geschafft. Jetzt muss ich noch überleben. Okay, ich bin weit über 50 gekommen. Jetzt darf ich hier nur nicht sterben. Das ist ja echt lang. 53, okay, weit über 50 sind das jetzt auch nicht. Das war alles? Ich habe jetzt die ganze Zeit hier gesessen. Ich habe jetzt die ganze Zeit hier gesessen, um einen scheiß Cape zu kriegen. Wahnsinn. Oder schaltet das jetzt doch... Ja gut, das zählt jetzt als erledigt, das Level. Ich kann auch nicht nochmal da rein. Na gut, ich werte das mal als geschafft dann. Ja, Freunde, im nächsten Part dann machen wir Level 3. Und dann Level 4. Und dann gehen wir noch weiter. Was für ein Chaos dieses Spiel ist. Aber es hat irgendwie was. Hat was sehr, sehr Einzigartiges. Und das finde ich echt gut. Bis zum nächsten Mal dann.